Das hat mir sehr gut gefallen und ich habe sehr viele neue Sachen kennengelernt und Sachen, die ich mir irgendwie anders vorgestellt habe. Und es war total spannend und ich habe wirklich sehr genossen. Gibt es etwas Besonderes oder wird in Erinnerung bleiben, irgendein Highlight von dieser Woche? Also was ich sehr schön angefangen habe, ist einfach, dass ich auch das Team gespürt habe. Also zum Beispiel, Leute haben mitgedacht mit den ganzen Kleidern, mit den Frisuren oder haben gefragt, ja, brauchst du noch Hilfe bei den Kärtchen oder schau, mach doch so und so. Und das habe ich sonst nicht so gekannt von meiner sonstigen Arbeit. Also dass man einfach so ein bisschen so auf viele abstützen kann und dass viele einfach, ja, eben unterstützen und so. Und das habe ich wirklich sehr geschätzt. Gibt es etwas, das schwierig war oder was du dir irgendwie leichter vorgestellt hättest? Am Anfang hatte ich so meine Mühe mit dem Prompter, weil ich immer das Gefühl hatte, der geht viel schneller, als ich überhaupt reden kann. Aber ich habe dann gemerkt, dass er eigentlich nur so schnell geht, wie ich rede. Und darum es ist es mega daran gewöhnen. Und mit der Zeit denkt man gar nicht mehr so daran. Also, es ist einfach irgendwie wie normal. Moderatorin, wäre das etwas, was du dir auch beruflich vorstellen könntest, wenn du mal die Musik an den Nagel hängen würdest? Der Job an und für sich und die Aufgabe, das gefällt mir sehr, aber ich werde es nicht irgendwie regelmäßig machen, weil für mich ist sehr wichtig, dass Musik immer noch eigentlich im Vordergrund steht, also sehr im Vordergrund und dass sich das um das dreht und nicht, dass es plötzlich heisst, ja, Moderatorin, die noch singt. Also dort bin ich vielleicht im Moment auch noch nicht so weit, dass ich irgendwie da jetzt mehr könnte, wie soll ich sagen, auf so etwas einstellen, aber es ist sicher sehr spannend und ich glaube, dass ich es sehr gerne wieder machen würde. Einfach so ein bisschen, vielleicht gezielt, punktuell.